Schwarz. Alle guten Daily Vlogs fangen mit einem schwarzen Bildschirm an. Aber jetzt geht's los. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Achso, warte mal, die Kappe muss ich hier mitnehmen. Ein Freund von mir ist Gastronom. Boah, guck mal, wie viel immer noch. Kappe wie so ein Paradies. Ist Gastronom, also der hat hier so ein Restaurant, ne? Der macht auch, also in dem Restaurant finden auch Hochzeiten statt und so und alles Mögliche. Und manchmal hat er auch Beerdigungen. So, da kommen dann. Oh, wer hat das Auto denn abgeschlossen? Warte mal kurz. War ich das wieder. Und das sind dann so Beerdigungen mit, keine Ahnung, 150 Leuten oder so. Naja, und die Stimmung auf einer Beerdigung ist ja nicht immer prickelnd. Der schmiert aber für alle 150 Leute Brötchen und es gibt auch für alle 150 Leute Kuchen. So, und jetzt gehen die wieder und von den 150 Leuten haben nur 20 Brötchen gegessen. Jetzt darf der die ja nicht mehr irgendwie verteilen oder so. Dann ruft er immer mich an. Voll geil von ihm. Und ja, jetzt habe ich hier 168 Millionen Brötchen. Die packe ich jetzt alle ins Auto. Dann fahren wir nochmal in die Stadt. Und dann bringe ich die erstmal rum. Dann können alle Fahrlehrer, alle Fahrschüler Kaffee und Kuchen und Brötchen und so. Ne? Ja, wenn ihr auch hier wärt, würde ich euch auch ein Brötchen abgeben. Aber nächste Mal. Bis gleich. Wir der Anni noch eine Coke Light mit. Ich glaube, da freut die sich nämlich drüber. Zack. Wisst ihr, was heute für ein Tag ist? Heute ist der Tag, an dem Deadpool 2 ins Kino kommt. Oh Mann! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe richtig Bock darauf. Keine Ahnung, ich freue mich schon seit Deadpool 1 auf den Film. Es könnte eine Serie werden, meinetwegen. Also ich habe, weiß nicht, für die, die das nicht wissen, ich habe schon... Ich glaube seit 10 Jahren kein Fernsehen, also zu Hause. Nö, ich habe einen Fernseher im Keller. Aber ansonsten bin ich halt nie zu Hause. Also an alle Einbrecher, der Hund ist zu Hause, ich bin nicht da. aber ich habe halt kein Fernsehen. Von daher gucke ich auch keine Serien und so, weil ich bin ja immer unterwegs. Aber Deadpool, das könnte eine Serie werden. Also heute Abend gehe ich noch ins Kino in Deadpool. Ich freue mich riesig, das wird gut, das wird richtig gut. So, kommt, wir fahren mal eben zur Fahrschule jetzt. So, Freunde, angekommen. Oh, die machen gerade Prüfung vor uns. Hoffentlich haben die bestanden. Wenn wir jetzt mal sehen, da wird der Prüfer sich auch freuen, dass er so viele Brötchen kriegt hier. So. Moin, Tim. Der Tim ist auch schon da. Der hilft uns bestimmt beim Brötchen ausladen. Und noch ein Prüfer. Moin, moin. Wir wollen nur noch Prüfer hier. Moin. Alles gut? Musst du noch vorsichtig sein, mir ist da gerade schon fast die Alufolie um die Ohren gefallen. Also das sind so Teller, wo die Teller aus Alufolie sind. So komisch. Weißt du, da muss man irgendwie dreimal drunter packen. Okay. Weiß ich auch nicht so genau. Das gleich, dann mache ich das mal eben zu Ende. Guck mal. Und dann sehen Sie ja auch, dass halt eben keine TÜV-Gebühren und Bearbeitungsgebühren sind. Keine Bearbeitungsgebühren. Hallo. Hallo. So, ich hole jetzt erstmal die Brötchen rein hier. Oh, guck mal, der Simulator, komm. Simulator. Alligator. So, Brötchen, erstmal Brötchen hier.
3000 Jahre später. Kleine Info noch, bevor ich mich nämlich heute Abend komplett mit Nachos aus dem Leben baller, war ich gerade noch mit Fotzi eine Runde joggen. Jetzt ist der Penner hier einfach abgehauen. Ich habe ihm noch seinen Ball geworfen, das war's. Fotzi! Da bist du! Sauber! Ich will den Leuten mal zeigen, wie gut du drauf bist. Mach mal Sitz. Sitz. Ach, guck mal her, falsche Kommando, aber naja. Ach komm, komm, Fuß, Fuß. Sauber. Sitz. Lauf. Ach, herrlich, wie die Kleinen im Garten spielen. So, ja, und weil ich so fleißig war, werde ich mir jetzt gleich erstmal richtig schön die Nachos geben. Die ist so eine Yoga-Tante, ne? Die macht immer da so Verrenkungen und so ein Kram. Und dann hat die mir eine Übung gezeigt, die sagt, die ist gut für Selbstbewusstsein. Die werde ich jetzt mal üben, pass auf. Irgendwann später. Das ist nicht so mein Ding. So, Freunde, Feierabend! Wer filmt das hier überhaupt? ja! Ich fahre jetzt ins Kino, in Deadpool. Mann, habe ich da Bock drauf. Das wird gut. Aber vorher muss ich noch die Karre tauschen, weil die Anhänger keinen Führerschein hat für Anhänger und der Anhänger noch an dem großen Audi ist. Ja, und wir haben ja nur eine Fahrschule, deswegen hat die auch keinen Führerschein. Und ja, in dem Witz versteht man nicht, die Anni arbeitet bei uns in der Fahrschule. Also von daher... Naja, also ich tausche jetzt noch die Autos und wenn ich das gemacht habe, ich muss noch mal kurz aufdrehen. Kennt ihr die? Social Distortion. Die sind gut. Die sind gut. I'm as soft as a girl, rose and rose, I'm in love. Yeah! So take me down the road. There's so much to believe in that no one else knows. But don't take me for granted. When you're born, take me when you die. But all the reasons why, don't take me for granted. So, jetzt reicht's aber auch. Nur ein bisschen. Ich bin immer so euphorisch bei Musik. Ja, auf jeden Fall, ich tausche jetzt noch die Karren und dann geht's Nachos! Juhu! Ich hab euch lieb, bis gleich! Ach, ich fahre dieses Auto unheimlich gerne! Mann, ist das ein schönes Auto! Bis auf das Wurzelholz, das ist echt für die Indianer, ey. Der Wurzelholz bin ich echt kein Fan. Ansonsten ist die Karre hier echt geil! Und Automatik bockt auch! Automatik ist echt was Feines! Hast du immer eine Hand frei? Keine Ahnung, wofür man die gebrauchen kann. Ich weiß es nicht. Ja. So. Wir haben jetzt 19.33 Uhr, Freunde. 20.15 Uhr geht der Film los. Ich bin schon ganz aufgeregt. So. Gleich geht's los. Ich glaube, ich zitter sogar schon. Oh. Mit ein bisschen Glück ist der Mirko schon da. Da können wir nämlich direkt weiter. Geht der Mirko. Ein Traum wird wahr. Zack, alles auf. Guck mal hier, Fahrschule. Alles auf P. Schiebedach zu. Ja. Karre aus. Angeschnallt war ich auch. Und jetzt los, schnell, keine Zeit verlieren. Der weiß noch gar nichts davon. Hey Mirko, können wir mit deiner Maschine fahren? Ehrlich jetzt? Ja, klar. Ja, oder mit dem Anhänger, ist auch scheiße. Ich dachte, wir fahren mal schön, romantisch. Wir können auch mit dem Tesla fahren. Ah, warte mal, können wir auch mit dem Tesla fahren? Ich weiß nicht, ob der
Ich hab keinen Schlüssel davon hier. Fuck. Ja, wir können auch, komm rein. Ja? Sehr geil. Aber darfst du nicht filmen? Nein, ich film das nicht. Die alte Druckkarte. Ich film das nicht. Ist das okay? Ich kann das mal wieder rausschneiden. Ja, mach. Das ist geil. Ist das eine Carbon-Applikation? Mann, das ist Carbon. Alter, das ist Carbon. Krieg ich das hin? Nee, das sieht er nicht scharf. Das ist so scharf, das sieht er nicht scharf. Doch, jetzt. Jetzt. Ja. Carbon-Applikation. Ich habe nämlich die ganze Zeit schon erzählt, dass ich total aufgeregt bin wegen dem Film. Das ist ja auch ein Golf 3 GT. Das ist hier kein Spaß. GT. Angeschnallt, warte. Muss mich anschnallen. Voll cool, das Kino. Wirst du gleich sehen. Ich werde nämlich gleich fragen, ob ich die Kamera einfach mit reinnehmen kann und ob wir den ganzen Film einfach mitfilmen können. Genau. Das werde ich mal fragen. Ich werde mal gucken, was die sagen. Weil du bist Vlogger. Und ich bin ein Vlogger zum Beispiel und da kann man sagen, ich bin Vlogger. Kann ich den Film eventuell mitfilmen? Wir schauen mal. Genau. Ja, ich glaube aber nicht. Ich glaube aber nicht. Hi. Hallo. Hi. Hi. Ich wollte heute den Film jetzt filmen. Ist das okay? Wir machen. Das ist okay. Boah. Komm, warte, ich brauche die anderen Funklassen. Ja, die 3D-Röhren, genau. Nee, die ist jetzt nur original in 2D. Ach, boah, die. Oh, so nice. Ja. Das ist schon mal gut, sehr gut. Lass uns erstmal gucken, ob wir die irgendwie. Ich wollte sie dir rausdrücken. Ich dachte, das war die Karte. Ja, dachte ich auch. Du musst ja noch die Augen. Ich bin nicht so groß wie du. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Das sieht gut aus. Das klappt? Sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das wird ein gutes Thumbnail. Sehe ich schon. Ach so, genau. Guck mal. Auf jeden Fall hast du hier eine Lampe. Wenn du da drauf drückst auf diesen Schalter, zack, dann kommt die Tante. Nein. Na, die. Kann ich das so? Ja. Kommt dann rüber. Gib ihm Wert und tschüss. Oh, ja, guck mal hier, was es hier gibt. Cocktails. Oh. Da gehe ich jetzt nur noch hin. Achso, wir nehmen ja Popcorn auf? Nein, du kriegst das dann immer. Morgen meine Portion. Und übermorgen auch. Komm, möchte ich auch. Haben wir nichts gegessen. Hm? Habt ihr da ein Einhorn auf dem Grill? Oh. Entschuldigung. Habt ihr da ein Einhorn? Ich wollte gerne erschrecken. Habt ihr da ein Einhorn auf dem Grill? Ja, also so sieht zumindest ich nicht. Was hast du? Hier. Okay, mach's dir selbst. Das, was ist jetzt besser? Das sind richtig gute Dinger. Das sind richtig die ganz vorne. Ja, ich hab ja auch. Ja, ja. Habt ihr direkt den, habt ihr direkt den Status schon direkt? Sehr gut. Einmal Popcorn Mittel, dann die Nachos, ein Pina Colada und ein Pfand. Soll ich mitkommen? Popcorn Mittel, nein. Die Nachos mit welchem Dip? Käse. Pepperonis? Was jetzt? Alles zusammen oder? Ja, alles zusammen. Da muss ich jetzt mal rechnen. Ja, ich. Also ich habe 14,50. Habe ich genau passend. Danke. Danke auch. So. Ja. Hat er jetzt immer noch eine Freundin? Ist doch der Akku gleich leer. Dankeschön. Er hat eine Freundin, ja. Das bin ich. Also ich fand den Film schlecht. Ich fand ihn richtig schlecht. Es lohnt sich nicht, da reinzugehen. Nee. Ich würde es nicht tun. Oder? Am Ende sterben alle. Gewinnt keiner. Vielen Dank. Oh, der Film war mega. Was ein Streifen. Leck mich im... Also, ihr wisst, was ich meine. Richtig gut, richtig gut. Also Resümee vom Film? Resümee vom Film. Es war ein guter Streifen, es war ein richtig guter Streifen. Ja. Also morgen ist ja, was ist morgen für ein Tag? Freitag. Morgen ist Freitag. Ne, morgen Abend bin ich auf eine... Ich könnte Sonntag noch mal ins Kino gehen. Ja. Also ich sehe den Film definitiv zweimal im Kino, da bin ich mir sicher. Oh, Licht ist gut, Licht ist gut. Also kann ich euch auch nur empfehlen. Mirko, was meinst du? Definitiv. Definitiv, definitiv. Es war ein sehr guter Film. Aber zieht ihn euch rein. Aber holt euch diese Brillen. Definitiv. Definitiv. Sehr geiler Film, hat richtig Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Passt auf euch auf. Da abonnieren, glaube ich.
Und achso, liken könnt ihr das auch, wenn ihr da Bock drauf habt. Liken, screenshotten, kommentieren. Screenshotten, abonniert meinen Channel. Aha, genau. Yeah, baby, yeah. Lebt den Lifestyle. Ich hab euch lieb, tschüss.